Ja, heute habe ich hier mal einen Privatschüler, der normalerweise Kali macht und mal ein bisschen die Kali-Konzepte mit dem UCC pimpen will, sodass er mal die Sache auch anwenden kann. Dann stelle ich mich auf an. Wie machst du denn die Figur normalerweise? Cool, okay, klar. Machst du da auch so eine lustige Fußarbeit dabei? Nein, ja, nee, nicht großartig. Das ist eigentlich auch so, wie man das noch immer sieht. Ja, da sind ja ohne Ende Fehler drin. Du kriegst ja überhaupt keinen Druck, gar keine Powerling-Fehler. Es fängt damit an, dass du sowas machst. Ja. Also im Grunde auch aus dem Handgelenk raus. Das ist so, als würde so Kille-Kille machen möchtest. Schwertmänner machen das Ganze, indem sie den Arm steif halten. Ja. Also tatsächlich das Handgelenk ist steif, Ellbogen steif. Ich habe jetzt gar kein Ellbogengelenk mehr. Und es geht jetzt nur um diese Kurve und um diese Kurve. Also, dass ich das mache und das mache. Und guck mal, der große Unterschied ist, dass du wie meine Waffe führst. Mach du das nochmal. Guck mal, hier haben wir den Moment, da führt gar nichts, da führt deine Hand. Ja. So, das ist ja deine Hand, ist ja total angreifbar in dem Moment. Ja, wenn ihr euch an eure eigenen Konzepte haltet, dann brauchst du nur so einen Slash machen und schon hast du Probleme. Genau. Weil hier wird das nicht funktionieren. Wenn du hier gegen, hau mal gegen meine Hand. Ja. So. Ja, dadurch, dass ich diese nicht Kurve mache, ja. Haut dir deine eigene Hand weg. Genau, weil ich tatsächlich ja das mache, was eben alle gerne machen wollen, aber was sie eben nicht machen. Ich ziehe, ich schneide. Ja. Sowas ist aber kein Schritt, das ist gar nichts. Ne? Also, ja. Das solltest du nicht machen. Du solltest tatsächlich das Handgelenk steif halten und eigentlich musst du erstmal das können und das können. Eigentlich ist es ja ganz leicht. Also, es geht ja immer darum, dass der Ellbogen rangeht. So, und das wird dann tatsächlich zu dem. 1, 2, 3. Und zwar passiert das hier oben. In dem Moment, wo ich den hau, ne, guck mal, wenn du den hier hinhältst, dass der wirklich hier die Power reinbringt, und der hier auch. Ja. So. Und der hier dann in der dritten Aktion. Die dritte ist die Luft, das machst du im Grunde genommen auch. Aber bringst das Ganze von hier oben so rein, dass du wirklich Dampf hast, indem du, wie gesagt, das Handgelenk steif hältst, den Unterarm steif hältst und nur die Schulter und die Hüfte arbeiten lässt. Mhm. Alles andere verwässert das Ganze. Ja. Diese lustigen Schritte, vergiss sie einfach. Wenn du Schritte machen willst, dann bleib stabil in der ganzen Geschichte. Aber wie ich getanzt habe, dann Arsch. Okay. Okay? Das versuchen wir jetzt mal vom Spiel. Guck mal, mach nochmal. Ja, weiter. Ja, guck mal, da geht deine Schulter nach vorne. Nein. Das Ganze muss funktionieren, indem du eine einzige Hüfte nimmst. Eine einzige Hüfte. Der erste Schlag und der zweite Schlag, die sind beide auf einer Linie. Guck mal, immer dann über die Stelle. Einmal so ein Korridor. Ja. In diesem Korridor sind die beide. Verstehst du, beide im Winkel von 45 Grad. Ja. Und jetzt kommen sie halt in den gleichen Korridor von der anderen Seite, hier hinterher. Ja. Aber wichtig eben nicht 1, 2, 3. Ja. Das sind ja drei Hüftbewegungen, sind natürlich immer viel langsamer als nur eine. Ja. Und jetzt geht es darum, dass du aber trotzdem diese volle Power in diese eine kriegst. Wenn du es ja funktioniert, kannst du ja auch. Also das ist ja kein Hexenbreak, aber das ist so ganz klassische alte Schwertkunst. Das ist jetzt auch nicht europäisch, man kennt das aber auch aus Kung Fu-Filmen oder so. Und das gibt es überall, wenn es sinnig sein soll. Also, steif halten, ne? Nur die Schultern bewegen sich und die Hüfte. Und dann, funktioniert das Ganze. Also du startest schon hier, ne? Du startest nicht in irgendeiner... Ich starte so. Ja. Der Gedanke hierbei ist ja, das ist ja mein Rapier und das ist ja mein Linkshandwerk. So, wenn du mich jetzt irgendwie angreifst, hier sofort weiterarbeiten. Also mit dem Rapier würde ich jetzt nicht hier stechen, ja. Wenn das nicht stechen ist. So. Aber es geht ja darum, dass ich diesen Druck auf beide Seiten kriege. Auch mal mit beiden, dann haben wir eine viel interessantere Situation. Von hier weiterarbeiten. Und du siehst, es ist nur ein einziger Schritt, der hier rüber geht. Und eben ein Schritt, eine Hüfte. Mhm. So. Das funktioniert. Hast du da dieses Reiner auch? Richtig, genau. Reiner am Reißen. Und alle Schläge gehen nochmal bitte nicht dahin, sondern die gehen nochmal zu dir. Ja. Nicht auf dir, dahin. Ja. Zu dir. Zu dir. Ja. Dann ist es auch fast egal, welcher Winkel kommt. Scheißegal. Ja. Ja. Das ist die Mission. Okay. Okay. Ja, sobald ich mein Muster verlasse, ist es komisch. Wir haben hier ein weiteres Problem, du machst sowas. Du musst ganz stabil auf beiden Beinen stehen, wenn du die ganze Aktion machst. Du wirst kein bisschen das Gewicht verlagern, das ist totaler Quatsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du irgendwo hin bist, wenn du da hin bist, also dann mach nicht sowas. Das wird gehen. Ganz genau, auf den Schritt. Ja. Ja, das Ganze ist ja so, du sollst einfach einen Schritt arbeiten. Ja. Also das Ganze schon. Guck mal, deine zweite Aktion, du bewegst, ist ja das. Ja. Du haust ihn von hier rüber. Guck mal. Hier festhält, so, halt immer so. Ne? Das ist ja meine erste. Und das ist auch das Spiel. Ja.
Du wirst sowas, wirst du nie die Power haben, die du sowas hast. Also wirklich, so, und du bist, ich zieh, also wirklich, ich schieb mich. Genau, und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass ich eher dieses Schlagende denke, als auf das Ziehende denke. Ja, bei dir schlägst du, ziehst aber auch. Ja, genau. Aber das hier ist totaler Quatsch. Das ist auch super einfach abzulernen. Guck mal, wenn du mich so, so schlag mich mal so, das ist doch total easy abzuwehren. Ja. So, aber versuch mal das abzuwehren. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, das kommt dazu, und zu zweit hast halt in dem niemals die Power, die du gewinnen hast. Ja. Ja. Ein dritter wichtiger Punkt, Physik. Guck mal, haben wir unsere Stöcker gegeneinander, beide schieben und einer macht sowas. Ja. Das ist immer der gewinnt, der von oben nach unten arbeitet. Ja. Weil der Hieb immer den Schieb dominiert. Ja. Deswegen arbeiten wir auch im Waffenlosen halt nicht mehr so, sondern so, von oben, den ganzen Geschichten. Ja. Ja, oben nach unten arbeiten. Das versuchen wir auch schon. Das ist gut. Ja, es ging schon wieder dick nach vorne. Ja. Und rein. Nein, jetzt ging schon wieder dick nach vorne. Ja, und weiter nach hinten. Da, in die Richtung. Du musst ziehen. Ja, genau. Ziehen. Ziehen. Ja, besser, genau. So, jetzt fehlt da jetzt machst du einfach nur das. Alle müssen ja, wie gesagt, von oben nach unten kommen. Von oben nach unten. Also, bring den hier in eine Position. Eigentlich ist egal, ich kann es auch von hier machen. Wenn du aber wirklich von oben nach unten ziehst. Ja. So. Es ist ja so nichts, mit dem ich hier arbeite. Mhm. Und eben nicht sowas, sondern wirklich von oben nach unten. Ja. Machst du das dann vom Spiegel? Machst du auch irgendeine Partnerübung? Oder? Ja, das machen wir vom Spiegel. Partnerübung? Ja. Partnerübung machen wir eigentlich viel dafür. Dafür? So. Ja, ja. Also hier mit dem Stock, wie ich das eben gerade schon gezeigt habe, wenn du mich jetzt irgendwie anders. Boom, hier. Ja. So solltest du den kriegen. Ja. Ja, das ist halt die Geschichte. Und so. Diese Idee der Drills, das hast du nicht so sehr. Bringt gar nichts. Diese ganzen Drills, das ist alles Zeitverschwendung. Ja. Das Ganze stell ich mal hin, dass wir jetzt hier beide sowas machen. Hey, hey, hey. Oder okay, das ist von der Seite. Absolute Quatsch, Zeitverschwendung. Nein, da kann ich auch ebenso gut Mickey Mouse Film gucken. Das bringt genauso viel. Nein, du musst das immer richtig irgendwo gegen machen. Du musst richtig Power kriegen, indem du gegen Angriffe arbeitest, gegen Pratzen arbeitest, um das Ganze irgendwann in Spannung umzusetzen. Zeig mir doch mal irgendeinen Kali Sinat Anis oder weiß der Geier was Menschen, der das Ganze in Spannung zeigt. Nie. Richtig, ganz genau. Warum nicht? Zumindest habe ich es nicht gefunden. Nee, auch nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe oft mit Leuten trainiert, die das machen. Ja, es wird dann nie eingesehen, das umsetzt. Guck dir mal an, was wir machen. Ja. Bam, bam, egal ob Stock, Spein, Waffe los. Du siehst die Figur 8 ganz oft bei uns. Ja. Und das funktioniert ja. Ja. Also, irgendwas machen wir wahrscheinlich richtig. Weg. Also, lass mal den weg oder den nehmen wir einfach hier auf die Schulter oder hier hin oder so. Und denk mal einfach, dass du das übst. Also, guck mal, du machst so. Ja. Ich mach das. Ja. Deine Energie ist Anti-Energie. Du willst in die Richtung hauen, drückst dich aber in diese Richtung weg. Mhm. Wenn ich in die Richtung hauen will, dann muss auch meine Energie in diese Richtung gehen. Genau. Ja, bam, stabil. So, und die nächste, die will ja da vorne hin. Also, dahin gehen. Richtig von oben runter, übertrieben weit von oben runter. So. Und ja, wie gesagt, erstmal nur den üben, dann die beiden, zack, bumm. Und dann versuchen präzise, nehmen wir nur den zweiten raus, den dritten auch hier oben wieder hinzukriegen. Ja. Ja, guck mal, du fängst da so an und das ist ja dann auf der Seite liegende 8. Ja. Also musst du da oben enden für die Platzierung. Ja. Und wenn das klappt, dann nimmst du einen dritten dazu. So, und um das Ganze waffenlos anwendbar zu machen, ist es genau das Gleiche. Es funktioniert halt nicht, wenn man das macht. Mach mal so, wie du das machst. Wie ihr so die Figur 8 macht. Die Figur 8. Genau, guck mal, da ist überhaupt keine Substanz drin. Ne? Ja. Das ist hier unten irgendwie. Mach das mal gegen meinen steifen Arm. So. Das ist hier gar nichts. Nee, ja. Das ist nicht da weg, genau. Nee, so. Guck mal, wenn es jetzt egal wäre, also kann auch beide. Siehst du das? Ja. Was hier passiert? Ja, der volle Druck geht darüber, weil ich habe den Druck hier in meiner Hüfte, hier beide und hier am weitesten. Ja. Ja. Und so kann ich auch, wenn du mich jetzt haust und hau mich mal irgendwie boom, das hinkriegen, dass ich das Ganze umsetze. Mhm. Wenn ich das mal langsam bitte, hier so, auch wirklich zu mir, ne? So, dann habe ich echt ein Problem. Das funktioniert nicht.
hier kollabiere ich. Ich muss meine Arme in eine Position der Stärke bringen. Mhm. Dass ich auch wirklich sage, hier beim Thai-Boxen eben, genau. Von hier vorne. Und wenn du da irgendwie durchhaust, dann mache ich meinen Job von dir. Dann ja. Funktioniert es. Mhm. Und das ist halt die Mission. Also Arme hoch. Und in dem Moment, wo der Erste kommt, hier nach oben, so, der zieht hier nach oben. Genau, besser. Ja, kommt auch schön her. Ja, Schritt rein zu machen ist ja nicht unbedingt verkehrt. Aber einen Schritt rein. Nein, es ist alles super, wenn ich einen Schritt rein oder einen Schritt raus, alles gut. Aber du darfst trotz des Schrittes nicht das vergessen. 1, 2, 3. Horizontal angefangen, in 45 Grad geendet. Mhm. So, also 45 durch 3 geteilt, ja. Und dann kriegst du das Ganze hin. Nicht nach hinten stehen, stabil. Mhm. Nach vorne, in eine Richtung. Und schon wieder so. Nee, das ist nicht reindrehen. So, in deiner Mitte. Nicht irgendwie hier auf Wing Chun oder sowas machen. So, zweiter wichtiger Punkt hier. Der Schildarm funktioniert nicht so, sondern so. Mhm. Er geht von hier. Von oben nach unten. Ja. Ja, nahezu. Übertreib noch mal ein bisschen. Nimm mal die Arme wirklich ganz hoch. Ein bisschen breiter und dann nach vorne drehen. Dann hatte ich ja überhaupt keine Substanz. Das sind ja zwei Schnittmengen, die hier sich überschneiden, ja. Um beide was wegzunehmen. Ja. Wobei es mir dann ja völlig schnurz ist, wie du mich da haust. Ja. Hier progressiv weiter arbeiten. Du haust mich, ich hau dich. Es ja. Ist ja nicht so, guck mal, mach eins, zwei, das warte ich, bis der da kommt. Ja. Sondern während du schlägst, gehe ich in deinen Angriff rein. Genau. So, es wird wahrscheinlich das werden. Oder aber es wird das werden, wenn ich dann von hier arbeite. Ja. So. Das ist jetzt, habe ich von außen gearbeitet, aber wenn ich von innen arbeite, bin ich mit denen immer, ja, siehst du das? Ja. Er hier. So, und selbst wenn du den hier kriegen solltest, der Fuchs ist frei. Herzlichen Glückwunsch, den kriegst du nicht mehr. Nee. Ja. Das Ganze mit einer cleveren Fußarbeit. Ich gehe nach links, rechts, nach hinten, vorne, in alle Richtungen und schon. Das ist diese Dreidimensionalität, die du reinbaust. Richtig, genau. Ich mach's ja nicht im Stehen bleiben und so. Ja. Ja, dann funktioniert's. Also, Figuart ist eine ganz tolle Sache, aber ja, man muss auch können. Das, ja. Ist, das ist ganz wichtig. Das klappt einfach nicht. Das ist einfach nur frustriert. Also, wenn man immer sieht, wow, hier, jetzt, wow, was weiß ich, ja. Wenn dann auf der anderen Seite. Das ist alles Schwachsinn, das ist alles Zeitverschwendung. Ja. Druck, Energie, Arme nach oben, um wirklich Power in die ganzen Schläge zu bringen. Das ja. Ist entscheidend, ja. Und das übt man nicht so. Und ich kriege dich ja trotzdem eigentlich relativ leicht beschleunigt. Yeah. Und das ist ja, und das obwohl ich frontal arbeite. Also ja. Das ist im Ernstfall würde ich ja hier über die Winkel kommen. Ja. Und dann wird es natürlich noch beschissener sein, ja. Wenn ich hier auf meine Fußarbeit reinnehme. Aber es funktioniert ja, wie man sieht, auch frontal. Und das klappt halt nicht, wenn ich, guck mal, wenn ich jetzt hier stehe und ich versuche jetzt sowas hier, mich dann rauszuhören, fliege ich selber weg. Ich muss meinen Druck zu dir bringen. Ja. Ja, zu dir. So. Und deine Schwäche rein und dann rüber. Also der erste Job, und das ist ja der zweite, der halt immer die meisten Probleme macht, ist einfach mal hinstellen und von hier, boom, und das Ding nach vorne hauen. Oh, gar nicht schlecht. Ja, okay, jetzt holst du wieder raus. Mhm, ist das schön so? Okay. Wieder ausgerollt? Ja. Und wieder ausgerollt? Ist wie in meine Hand gekommen, also holst du raus. warum kriegst du jetzt keine Power? Weil du steif arbeitest und du arbeitest horizontal. Ja. Du musst den Ellenbogen nach unten klappen. Mhm. So, locker klappen. Mhm. Und ich habe halt wenig Platz, ne? Wegen Beschleunigungswege etc. Außer mit. Ja. Das ist super, wenn du den hier hast. So. Ich bin hier in dieser Position von hier. So. Ich mach das. Mhm. So. Ja. Das reicht. Und da geht der hier dann vor allen Dingen weiter. Ja. Das ist ja eins und von hier. Das ist die Position. Ich bin ja, beim ersten drehe ich mich ja mein erstes Drittel rein. Beim ja. Zweiten, das zweite hinterher. Mhm. Wer meint, dass da nichts ankommt, der kann ja gerne mal seinen Kopf hinhalten. Ne? Ja. Gehst du nämlich erstmal schlafen für die nächsten 10 Sekunden. Also es kommt an. Ja, klar kommt es an. Aber man hört sich ja immer die lustigsten Kommentare. Nö, ich kenne Power drin. Also ich denke, ach Digga, ja, träum weiter. Also. Von hier. Und ausholen. Mhm. Locker. Locker. Okay. Okay, cool. So, wir haben das jetzt ja gerade gemacht, dass wir angefangen haben von außen, innen, innen. Ja. Okay, dann versuchst du jetzt als nächstes mal außen, innen hinzukriegen in die eine Platze. Hier.
Da muss der schon ready sein. Und da. Oh, da ging die Schulter in die falsche Richtung. Eine einzige Richtung. Und treffen. Ja. Und nicht rumeiern. Ja, bei dir ist das Problem tatsächlich eher deine Biodynamik. Du stehst nicht ganz richtig. Im Grunde genommen ist es alles ganz einfach, wenn du verstehst, wie die Physik funktioniert und dich einfach nur reindrehst. Mhm. Eine einzige Hüfte nach vorne drehst. Ja, es sind halt viele Bewegungen auf einmal. Hä? Zwei Stück? Ja. Das hört sich scheiße an. Du machst so. Ja. Ja, schon wieder. Ich mach so. Ich mach wirklich. Ja, so, gehst höher und kommst runter. Von oben runter und von oben runter, indem ich hier den ziehe ich runter und den winkel ich von oben runter. Mhm. Und so kommt die Power zustande. Deutlicher Unterschied. Aber kein Hexenwerk, nur Physik. Ja, und Training. Ja. Ganz wichtiger Punkt, wenn du den Arm guckst, was meine Arme machen. Siehst du das? Er ist da. Ja. Diese Situation gibt es nicht mit dem linken Arm. Mhm. Das ist der tatsächlich, wie ja, das Bonsau oder so. Ja. Wird mir immer vorgeholt. Du machst doch mal einen Bonsau. Ich so, hey, ich weiß gar nicht, was ein Bonsau ist. Aber das habe ich jetzt langsam gelernt, dass das ein Bonsau ist. Ja. Weil wenn du den Ellbogen so hast, ja, dann musst du ihn erst wieder hochdrehen. Mhm. Also lass ihn doch so. Guck mal, du fängst da so an und der schlüpft ja hier unten durch, wenn er hier rüber geht. Ja, der geht ja so und nicht so wie so eine Schlange. Das ist ja dein Linkshand durch. Der Linkshanddolch ist hier und in dem Moment, wo der erste kommt, geht der ja von hier unten durch oder dein Schild, das von hier von unten nach oben geht. Und ist das eine Hüfte? Eine einzige Hüfte. Ja. Besser. Noch besser. Genau. Jetzt versuch mal den Arm nicht zu strecken, weil du bist ja in dieser Position. Also ja. Du musst mir entweder irgendwie einfach vom Kopf hauen, und ja, wenn ich zu weit weg bin, dann machst du halt hier den das Abwehr. Ja, okay. So. Dass du hier den Druck hast, hier, das ist gar nichts, aus der Druck. So, da. Hier so stehen, genau, da ist der Druck. Guter Junge, da ist der Druck. Genau, ne? Wirklich wichtig, also nicht runterfallen lassen, sondern krieg den Druck hin. Ja, wahrscheinlich, weil ich, tatsächlich, wenn ich Sparring mache, hauptsächlich boxe, dann habe ich das nicht. Und bei dem anderen Kram haben wir das eben nicht, irgendwie, zumindest ich nicht. Ihr habt das alle nicht. Ja. Zeig mir irgendein Kaliband, der das kann, dann freue ich mich. Ich würde das so gerne mal sehen. Aber ey, egal. Ja, besser, genau. Eine Hüfte, eine Hüfte. Und jetzt bring den anderen Arm gleich in die richtige Position. Nimm ihn ganz weit rüber wieder. Mhm. Cool, das war auch gut. Da war schon Druck drin. Nicht mit der Hand. Mach mal den Arm so. Und ich mach nicht sowas. Das ist ein ganz großer Fehler, den die Leute immer machen. Das funktioniert nicht. Weil, wenn du hier gegen drückst, dann kann ich selber auch nicht wirklich wegdrücken. Mach das hier. Ja. Ja, der Unterarm ist das. Die Hand ist über den Kopf. Es muss, wie gesagt, immer wieder zum Thai-Boxen zurück. Die Thai-Boxer stehen in diesem Winkel, weil sie von hier Statik haben. Genau. Ja, wenn du einen Winkel hast, dann ist es scheißegal, dann komm ich weg. Als Boxhandschuhe kam, hat man angefangen so zu arbeiten. Toll, cool, aber wie gesagt, hier hast du das Problem, dass du die anderen Schläge immer abpresst. So, bei den Waffenlosen, was wir hier üben, ist es also schlauer, wieder zurückzugehen. Ja. Genau. So, arbeitest du auch mit dem Schild, den Schwert, den Dolch, den Degen, nicht irgendwie hier so. Die Arme sind hier oben, in der DDR früher. Also von hier oben. Nicht schlecht. Das war schon besser. Cool, da kommt jetzt was, genau. Schön den Unterarm nehmen. Ja, geil. Ist okay mit dem Schritt. Ich muss die Hüfte noch mehr reinbringen. Nee, ist eigentlich in Ordnung. Das ist jetzt gar nicht so weit. Moin. Wichtig ist halt eben, egal ob Schritt ohne Schritt, dass die Hüfte sich wirklich um diese 45 Grad reindreht, nicht weiter. Mhm. Weil dann bist du über den physikalischen Powerpunkt raus, ja, dann wird es wieder weniger. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal eine Fratzke. Guck mal. So sollst du treffen. Und die Hand auf, keine Faust. Okay. Locker. Ganz locker. Oben runter. Ja, jetzt lassen wir den ersten mal weg und kommen mal nur zu den letzten beiden. Und die letzten beiden sind ja eigentlich das Basisding. Gut, jetzt hier kommen Nummer 4 oder so, was ich als erstes zeige. Und zwar 1, 2. So, das ist deine Position da. Ja, diese. Ja, okay. Ganz großer Fehler, deine Arme sind immer hier. Ja, das ist eine Regeltechnik. Ja, du hast keine Druck. Ja. Meine sind hier, vorne ruhig, Energie. Mhm. Okay, besser, genau. Und jetzt geht es weiter von da.
Eine Hüfte! Was hast du denn da? Eine Hüfte! Es geht. Genau. Mhm. Und bitte in die Pratze, in die Pratze. Oh, noch mal. Will ja wiederkommen. Ja, das. Es fehlt trotzdem noch Druck und. So scheiße ist es jetzt nicht. Ne? Du hast die Arme auch mal. Erstmal so. So, mit der Faust. Du versuchst unbedingt hier mit der Faust ja, nach oben zu drehen. Und was ich mache. Du hast den hier. Hier. Unterarm. Mhm. Ja. Ich hau dir den Unterarm rein. Die Faust, die Hand ist nur, falls das irgendwie so weit weg ist. Okay. Also, der Ellbogen so. Und von hier kommt beides von oben. Mhm. Oben, oben. Ja, musst du den Arm nach oben und so. Nimmst du bei den ersten zu, versuchst mal alle drei zu kriegen. Und denk dran, von oben, von oben, von oben. Mhm. Oh, kommt sogar schon her. Ja. Jetzt versuch mal nicht bei den ersten beiden schon der ganze Pulver zu verschießen. Jetzt war das Original so, so, jetzt ist die Hüfte schon drin. Jetzt ist die Hüfte schon drin und der kommt nur noch aus dem Arm. Ja, okay. Eins, zwei, drei. Ja, auch beim letzten. Dieser dritte, kleine dritte Hüfte gibt Power. Das ist ein deutlicher Unterschied, wenn ich das zu Hause einfach am Samstag irgendwie übe und automatisiere, als wirklich zu sagen, es kommt mit Energie. Mach doch einfach mal alles einen Tick höher und denk vor allen Dingen an, dass es nur eine Hüfte ist. Mhm. So. Ja, mit euch schon mehr. Okay, hier nimmt nochmal, dass du mal sehen kannst. Ja, guck mal, ich hau von oben nach unten. So, das ist so runter, 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 was hier passiert. Ja. Ja, und das muss halt so in diesen Kontrollfluss rein. Mhm. Aber ich treffe den Freeze. Siehst du das hier? Ja. Ja, der kommt schon mal hinterher und der kommt von oben runter. Und dann hast du auch einen Bums. Mhm. Wunderbar. Der ist tatsächlich der dritte, ist der fast der härteste. Ja, eigentlich sind die alle hart, aber du kannst die Platz hinein, also nicht halten. Keine Ahnung jetzt für. Letzte immer auf dem Runde. Du machst gerade Wurfi. Wurfi wird nicht funktionieren, wenn wir die Tür reparieren. Mhm. Mach mal den Schritt jetzt weg. Das geht mal nur um die Achse. Falsche Richtung. Schulter auf den Gehirn. Ziehen. Aber das ist halt genau dieses Ding, weil ich immer nach vorne denke und eben nicht in dieses Zugbewegen. Nein, das ist aber richtig so. War das richtig so? Du sollst ja einen Push machen, keinen Pull. Den Pull machst du nur beim zweiten. Okay. Der geht nach vorne, der geht nach hinten und der geht nach vorne. Aber trotzdem eine Hüfte. Ja, schon drei Stück. Okay. Jetzt versuchst du mal einen Cross hinterher zu hauen. Eine Hüfte, zweite Hüfte. Ja, guck mal, das ist hier eine. Eins, zwei, drei, mhm. Das ist die nächste. Mhm. Aber alles trifft von oben, von oben, von oben und der ist hier ready, hier oben. Und meine Hände sind nicht weiter auseinander als hier. Ja. Schön, ne? Irgendwann dann kann ich noch sperrig bleiben. Und von da klappe ich den jetzt einfach hier rein. Mhm. Jawohl. Nicht so weit reinbringen. Eins, zwei, drei, boom. Hier, stopp. Mhm. Mach nicht sowas, dann ist die Seite wieder völlig exponiert. Aber das ist ja nicht Schluss, du musst ja hier auch noch weiter herhauen. Eins, zwei, drei, vier. Der noch. Mhm. Okay, ab. Du hast nicht mehr Power. Ne? Also versuch mal unsere Konzepte zu verstehen. Mhm. Ich sage euch hier bei den letzten. So, jetzt das ist ganz kurz und hier auch ganz kurz. Das ist hier einfach die ganze Geschichte. Ich muss nicht von denen hauen, um hart zu hauen. Das Ganze soll ja 1, 3, 4, 5 werden. Kurz in der ganzen Sache. Mhm. Und das erreiche ich, also durch meine Sperrigkeit bleibe ich halt hier vorne. Meine Arme sind die ganze Zeit in einer Position, wo man gegenrücken kann, wo ich sage, okay, hier kann ich was abwehren. Ja. Du bist in einer Position, wo du gar nichts abwehren kannst. Du bist ja nicht mal gedeckt. Mhm. So. Hm, besser. Und schön vorne lassen die Arme. Bleib mal stehen dabei. Jawohl, das gefällt mir schon viel besser. Hm, machst du mal das Ganze gegen den Angriff. Das heißt, schiebe mal den Arm durchs Gesicht und ich denke mal das. Mhm. Die beiden hier wegnehmen. Ja. Der dritte geht dann in die Pratze, in die andere Pratze rein. Okay. Ja, schön langsam. Arme hoch, genau. Ja. Jetzt kommt da was. Der weg. Oh, von oben runter.
Und was war denn das schon wieder? Ich wollte die Frage nicht von. Besser, genau. Nur die ersten drei. Mhm. Aha, okay. Ich mach das. Ja, versuch mich mal zu treffen. Ja, versuch mich wirklich zu treffen. Ja. So. Ja. Ich von hier in der Reihe. Das ist halt wichtig, also dass du interessant, dann klappt es auch, sonst nicht. Ja, ja, und dass diese Energie und dieser Druck da ist. Es ist halt sehr geschlossen und trotzdem sehr, sehr kräftig. Das ist schon cool. Ja, allerdings. Das ist es. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Physik. Es ist einfach nur, es ist alles Physik. Ich nehme das hier rein, dass es nicht irgendwie, weil ich besonders kräftig bin oder irgendwas, weil ich es einfach verstanden habe. Ja, und jetzt, ja, ja, weil du es auch umsetzen kannst. Das, ja, ist entscheidend. Punkt. Okay, versuch's mal. Ja, genau. Nicht ein Schritt. Zweite. Guck mal, hau mich nochmal bitte. Guck mal, der haut wirklich in mein Gesicht. Hier, siehst du das, was passiert mit deinem Arm? Ja. Der fliegt dir weg. Ja. Also, machst du mal sowas, dass du ihn zur Seite wegnimmst. Ja. Dadurch, dass ich meine zweite Aktion mache, guck mal, habe ich hier schon so viel Druck in der ganzen Geschichte, dass du gar nicht mehr großartig hinterher kommst. Mhm. Also. Nicht so, sondern so. Da. Ja, genau. Mhm. Besser, genau, genau. Dann bin ich auch schön geöffnet. Ja. Cool. Ja, genau. Wunderbar. Ja, dann haust du den hinterher hier. Mhm. Wo ist der denn schon wieder? Ja, zurück. Jawohl. Mhm. Das Gesicht. Ja. Ich nehme ihn raus, hau den hinterher. Wenn ich den hinterher und bleibe ich jetzt nicht stehen, so wie eben, ja, sondern ich mache einen kleinen Schritt. Dadurch würde ich im Ernstfall genau hier in deine Mitte kommen. Und von, das heißt, ja, ja, von hier, also du schiebst wieder. Kannst du bleiben. So, kleiner Schritt hier. Ja, das ist auch ein bisschen aus der Mitte raus, das ist auch nicht schlecht. Bleib genau da. Genau, du brauchst mich, einfach bleib hier. So, ja. Ja, jetzt würde ich mit dem letzten hier ganz rausgehen. Ja. Das ist dann extrem Circle-Theorie. Clever. Ja, genau, das kann man so sagen. Das ist ein 45-Aspekt her. Weil ich höre das sehr, sehr oft, dass Leute, die genau das machen, was du eben machst, so Kardialis und so weiter, die halt immer diese Ausrollbewegung im Stock machen, Probleme, ja, mit den Schultern haben. So, also die müssen keinen Schwerwerfer vorgemacht haben, das ist auch wirklich so. Na guck mal, ich arbeite von hier vorne. Das, ja, heißt, ich habe meinen Stock, wenn wir jetzt irgendwie in einer Stresssituation, ich habe meinen Stock in einer Distanz, dass du nicht reingreifen kannst. Mhm. Ich halte ihn also nicht hin, ja, wenn du reingreifst, gibt es noch die Finger, ja, aber dass ich dich eben auch treffen kann. Mhm. So, von dieser Position aus haue ich auch. Ja. Und bei euch ist es ja meistens so, dass ihr eher, genau, von der weiß, wo haut und dann eben auch noch aus dem Handgelenk und aus dem ganzen Körper. Und das ist schon sehr belastend für die Schulter. Ja. Also das ist gar nicht mal so gesund. Ja? Deswegen versuch doch mal, diese europäische Schwerter hinzukriegen, dass du aus deiner Kraftlinie, aus der Statik, das hinkriegst. Mhm. Erstmal haue ich fünfmal so hart wie dir. Ich hau nur einen halben Weg, bin also doppelt so schnell. Und ich bleib gesund bei der ganzen Geschichte. Ich habe die Schulterprobleme. Ne? Egal, was für Schläge ich hier mache. Wenn ich hier auch in dieser Figur 8 Sache bleibe und so. Maximale Power durch minimale Bewegung. Mhm. Das ist halt einfach nur wichtig, dass du lernst, ich bewege nur die Schulter, ich bewege nur die Hüfte und nicht mein Handgelenk, schon gar nicht meinen Ellbogen. Und dann funktioniert das auch. Mhm. Okay, versuch's mal. Ja. Bitte. Was wolltest du mich jetzt hauen, oder? Ja. Ich bin ständig in Gefahr hier. Ich denke, ich bin jetzt raus aus der Tür geschickt und nichts passiert mehr. Nee, fang mal. Bleib so stehen. Ja. Fang mal hier an. So, den Ellbogen mal weiter nach hinten. Ja. Ganz locker, ganz locker. Und jetzt von oben nach unten ranziehen, genau. Ja. Guck mal, mein Ellbogen startet hier vorne, mhm, und endet hier. Nicht, ja, da. Ich bin nicht in meiner Schwäche. Ich bin in der ganzen Zeit, in der ganzen Position. Drück mal gegen meine Hand. Das sieht so genau wunderbar. Dann komme ich jetzt hier stehen und ich mache jetzt hier meinen Schlag. Ich treffe und ich gehe wieder zurück bis hier und mache immer noch den Druck. Mhm. Ja. Ich bin also in keinem Moment in einer Position, wenn jetzt der andere schlägt, würde ich nichts abwehren können. Ja. Ich würde meinen eigenen Stocker kriegen. Ist mir schon passiert, habe fast ein Auge verloren dabei. Mhm. In der Army-Zeit sein, das war echt übel. Man muss wirklich aufpassen, dass man präzise arbeitet. Ja. Und so. Ne? Das, und du bist halt so sperrig, das ist halt ätzend. Ja, immer genau. Ja, die sperrige Stabile, das ist ganz wichtig, dass du, ja, da schneidest. Das krieg ich halt nicht hin. Naja, du musst einfach mal die Arme im richtigen Winkel halten. So. So. Oder geh mal zum Thai-Boxen, dann lernst du das auch so. So.
So hoch dann doch. Naja, also ja, du wirst auch von oben nach unten hauen. Ja. Ich hau ja auch von oben nach unten, ich hau ja nicht von hier. Mhm. Der Weg geht ja von oben nach unten, also muss ich Waffe auch nach oben hauen. Ja. Ich ausholen! Aha, besser. Jawohl. Na, da auch schon wieder Stock gegen Stock. Okay, und locker. Na? Wie heißt es, und hieß es bei Scaramouche, dem großen Fechter, wenn du deine Waffe, dein Schwert oder dein Rapier oder ich glaube, die hat einen Degen seiner Zeit, in der Hand hältst, musst du denken, das ist ein kleiner Vogel. Wenn du ihn zu locker hältst, fliegt er dir davon. Wenn du ihn zu fest hältst, tötest du ihn. Das ist noch blöd. Das ist sehr schlau. Den Spruch, den hat mir auch mein Fechtlehrer seiner Zeit öfter mal zitiert. Also, ich habe den relativ locker, wenn ich hier arbeite. Ne? Wenn ich so verspannt arbeite, dann klappt es nicht. Ja. Aber wenn ich ganz locker arbeite, fliegt er mir aus der Hand. Ja. Also finde deinen Weg. Ja. Besser, nicht das Gewicht verlagern, in der Mitte bleiben. Genau. Fang noch mal. Guck mal, wenn du da anfängst, dann musst du ja ausholen. Ja. Ja, du musst ja erstmal den Weg nach oben. Klar, ich kann auch von hier, das ist ein gehobener Hieb, dass ich von hier in da reinballer. Scheißegal. Der Weg muss ja immer nach vorne gehen. Aber mach doch den das Kürzeste, das Logischste. Einfach von oben und boom, von oben nach unten. Mhm. Genau, aber guck mal, schon wieder eben. Ja. Auf Matrix. Oder die Tochter des Meisters. Jawohl. Okay, super. So, ein großer Unterschied zum normalen Sachen. Wir machen immer zwei Sachen auf einmal. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt nicht nur das, sondern ich denke, so, Schild. Na egal, ist. Ich denke immer mein Schild mit. Und so wird das alles auch zum Close Combat, ja, zum Open Combat. Ja, egal welcher Schlag, der andere Arm ist immer irgendwo, wo er den Schild gegangen hat. Mhm. So, also wenn du diese Figur 8 nochmal für dich übst an so einem Reifen, was ja natürlich gut ist, ja, mach es einfach mal so, denk mal, jetzt nicht die volle Energie rein, sondern nur das erste Drittel. Du bist hier. Und dann versuch schon mal Power zu geben, wie es das geht. Ja. Dann versuchst du das gleiche von der Position aus, also nicht von der, mhm, sondern von der, in der du hier bist, wechselst du den Stock. Und machst das gleiche von hier für das nächste Stück. Und das geht auch, wie man sieht. Und jetzt wechselst du den Stock hier hin und kommst in die letzte Position. Und versuchst das hinzukriegen. Und das muss dann alles zusammen voll Energie geben. Und dann ist es die logischste Art. Denn eine Hüfte ist ja immer schneller als drei Hüften. Und du siehst, die Power ist ja trotzdem voll da. Ist ja auch logisch, weil, guck mal, wenn du beide Arme, lass mal fallen bitte. Ich habe ja hier Druck und ich habe ja hier Druck. Und ich habe hier Druck. Und dieser Druck, der zweite Druck, der hier, den verliere ich ja. Wenn ich das mache, dann habe ich ja hier gar nichts. Ja. Ja, und ich versuche ja immer auf beiden Seiten, so, drück mal gegen beide Arme, super, genau, auf beiden Seiten hier den Druck zu behalten, indem ich meine Hüfte reindrehe. Und das kann ich ja jetzt nicht, wenn ich irgendwie sowas hier mache. Ja. Dann ist hier gar nichts mehr hier. Genau. So, und der Gedanke von Schild und Schwert, der ist halt entscheidend so. Und der bringt dann immer mit Waffenlosen weiter. Das ist schon schlau. Also, das ist gut. Ja, finde ich ganz toll. Das ja, das gibt es auch, ich wüsste nicht, von sonst. Ja, ja, gab es eigentlich schon seit mehr als 1000 Jahren hier in deinem Land oder in meinem Land oder so. Ja. Aber es ist halt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich habe es halt wieder ein bisschen aufgekocht. Jo, aber irgendwelche speziellen Fragen? Nee. Ja. Wann komme ich das nächste Mal? Ja, ich muss gucken, wie es aussieht. Ja. Am Freitag, ob ich da kann. Melde dich einfach vorher. Genau, Freitag. Wir gucken uns den Wetterbericht an. Ja. Wenn das Wetter scheiße ist, trainieren wir. Wenn es schön ist, gehe ich angeln. Ich und vorher zum Schießen ist. Komm ich mit. Ja, wir sind in Kaltenkirchen. Das ist gar nicht weit weg. Du warst auf dem Weg. Ja. Dankeschön. Gerne. Ja, das war mal ein schönes Figur 8 Training mit einem sehr freundlichen, netten Mann vom Kanio. Was machst du noch? Kickboxen und so, genau. Ja. Und was sagst du zum UCC? Ja, super. Ja. Ich komme total gerne hierher und es ist eindrucksvoll. Also, es hat tatsächlich Dampf, ja. Ja, wir haben auch schon Sparring gemacht, hat er auch gesehen, das funktioniert. Ja, es funktioniert, obwohl wir beide gleich schwer sind, bin ich doch im Hintertreffen. Ich habe nur gut gefrühstückt da. Ja, das war wieder ein ganz interessantes Personal Training mit einem echt netten Kerl, der halt eben vom Kali kommt, aber eben auch meint, dass er Boxen und Kickboxen bei einem echt guten Ausbilder macht. Und mich wundert immer, wie man dann, wenn man sowas macht, auf so eine Kali-Konzepte, naja, wollte ich gerade sagen, reinfällt. Egal. Macht mir auf alle Fälle immer echt viel Spaß, solchen Leuten mal einen anderen Weg zu zeigen. Oder besser gesagt, zu zeigen, wie es wirklich funktionieren könnte. Egal, ob die nun vom Anis, Kali, Silat, Krav Maga, WT oder weiß der Geier was kommen.
Bis jetzt hatte ich eigentlich immer bessere Ideen als diese Leute, sage ich mal ganz großkotzig. Ja, weil diese ganzen Sachen, die funktionieren ja irgendwie alle nicht. Ich meine, Kali, Anis, diese ganzen FMAs, wenn man sich das mal anschaut, wenn die bewaffnet Sparring machen, ist es meistens nur ein willenloses Aufeinander reingekloppe. Da sieht man keine der Block- oder Paradekonzepte. Klopp. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und waffenlos wird es immer nur zu Kickboxen, schlechten Kickboxen. Ne? Ich würde so gerne mal wirklich jemanden treffen, der das mal wirklich richtig umsetzen kann. Wenn ihr sowas kennt, sowas mal gesehen habt irgendwo, dann verlinkt doch mal ein Video davon. Oder wenn ihr das selber könnt, das wäre so schön, kommt doch einfach mal vorbei. Lasst uns mal ein paar Runden Sparring machen, auf nett gerne oder doll, wie auch immer. Ich würde das so gerne mal erleben, dass das mal jemand wirklich umsetzen kann, diese ganzen Sachen. Habe ich in den letzten 25 Jahren nicht getroffen und ich habe mit vielen Leuten trainiert und mache es ja auch nach wie vor. Wie auch immer, wer Bock auf so eine Konzepte hat, einfach mal vorbeikommen. Wenn man das nicht kann, auf der UCC Hamburg Seite gibt es unter Video on Demand jede Menge Online-Kurse, Technikvideos und Lern-DVDs für schmales Geld. Und die sind halt so aufgebaut wie das, was wir gerade beim Privattraining gemacht haben oder wie eben wie beim normalen Training. Also das bringt schon was. Ja, und kann dann neue Ideen geben und ansonsten macht, was ihr wollt. Habt Spaß. UCC, Vollgas.